Müll ist ein gutes Geschäft. In Deutschland werden damit gut 70 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Das ist nur mal so zum Vergleich dreimal so viel wie der Umsatz der Mobilfunkbranche. Und Berlin ist besonders gut im Geschäft. Alba ist einer der größten Entsorger Europas. Und sogar darüber hinaus. Mittlerweile machen die Berliner sogar in Hongkong sauber. Hongkong, die glitzernde Weltmetropole. Von hier oben kann man es nicht sehen. Doch Hongkong hat ein Problem. Die glänzenden Fassaden täuschen darüber hinweg. Stört es die Hongkonger gar nicht? Keine Zeit, sie müssen Geld verdienen. Fast nirgendwo auf der Welt ist das Leben und Wohnen so teuer wie hier. Doch wenn man ganz unten angekommen ist, dann sieht man es. Hongkong hat ein massives Müllproblem. Die Lösung dafür könnte aus Berlin kommen. In diesem Ökopark hat das Recyclingunternehmen Alba für 300 Millionen Euro ein Werk gebaut. Seit heute wird hier Elektroschrott aufbereitet, zusammen mit einem Hongkonger Unternehmen. Für Alba ein Meilenstein. Weil das sogar das größte Einzelprojekt ist, was wir in unserer fast 50-jährigen Firmengeschichte realisieren und realisieren dürfen. Und gleichermaßen ist es auch ein Meilenstein für Hongkong, für China und für die ganze südostasiatische Region. Computer, Kühlschränke und Waschmaschinen. Der Elektroschrott wird von Alba in Sammelstellen sortiert. Jedes Gerät wird überprüft und registriert. Wenn es noch geht, wird es an Bedürftige gespendet. Wenn nicht, kommt es ins Hauptwerk und wird auseinandergenommen. 30.000 Tonnen Elektroschrott kann die Anlage pro Jahr verwerten. Elektroschrott ist besonders schwer zu recyceln. Viele Bildschirme enthalten zum Beispiel Quecksilberröhren. Hier werden sie mit einem Roboter herausgelöst. Lange wurden sie von Straßenhändlern per Hand auseinandergebaut, erklärt Stefan Vogt von Alba, bei ohrenbetäubendem Krach im Werk. Kein guter Weg, weil eine zerstörungsfreie Demontage der Quecksilberröhren ist meist unmöglich. Und wenn man das natürlich direkt über einen längeren Zeitraum einatmet, hochgiftiges Quecksilber, ist das für die Umwelt und besonders für den Menschen, der davor sitzt, absolut schädlich. Und das passiert auch jetzt noch. Auf diesem Markt in Hongkong wird mit Elektroschrott gehandelt. Ein Graubereich. Der Schrott wurde teilweise ohne Genehmigung importiert. Was sich hier noch reparieren lässt, wird verkauft. Der Rest wird ausgeschlachtet und auf illegalen Deponien entsorgt. Für die Umwelt eine Katastrophe. Andy Chu Kong von Greenpeace beobachtet das Müllproblem schon länger und hält das Recycling-System aus Berlin für einen guten Schritt, aber nur für den ersten. Andererseits müssen wir verhindern, dass mehr Müll entsteht. Wie reduzieren wir Müll? Wenn wir weiter so konsumieren, ist es fast egal, wie gut das Recycling-System ist. Es wird das Elektroschrottproblem nicht lösen. Und dann kommt ja noch dazu, dass wir Elektroschrott aus anderen Ländern importieren. Diese Krümel waren mal Waschmaschinen, in wenigen Sekunden zerschreddert. Jetzt werden Metall, Plastik und Beton auseinandersortiert. Eine aufwendige Arbeit. Für Alba trotzdem ein gutes Geschäft. 10 Jahre dürfen die Berliner das Recycling-System im Auftrag Hongkongs betreiben. Hongkong ist wichtig für sie. Der Chef hat sogar einen Zweitwohnsitz hier und schielt auf den chinesischen Markt. Ein erster und ein guter Einstieg auch für uns in den Markt zur Etablierung weiterer Recyclingaktivitäten, sei es jetzt im Bereich Altauto-Recycling oder auch im Bereich Kunststoff-Papier-Recycling. Hongkong glänzt und funkelt nicht überall. Die Stadt will das ändern und nachhaltiger werden. Die Hilfe dafür kommt aus Berlin.